in den großen Golden League, beziehungsweise in diesem Fall Diamond League Wettkämpfen durchpaust. Jetzt Alba Katharina Bauer. Deutsche Meisterin ist sie noch nie geworden. Ihr großes Jahr 2015 vor ihrer Erkrankung oder vor dem Moment, da sie feststellte, dass ihr Herz unregelmäßig schlägt und dann mehrere Operationen folgten und die Implantation auch eines Defibrillators, das waren 4,65 Meter. Die sind weit weg natürlich für die Wiesbadenerin, die für Leverkusen jetzt startet, den Stab ziemlich weit unten greift. Und Trainer Leszek Klima dort draußen auf der Tribüne wird einiges auszusetzen gehabt haben an ihrem ersten Versuch. Ja, das ist ein dauerndes Hin und Her gewesen, dass sie die Kraft aufbringt, immer wieder zu kommen. Das spricht für ihren Kampfesmut, für ihren Ehrgeiz. Sie sagt, ich bin eine echte Kampfsau. Beklagt, dass vor allem die fehlenden Wettkämpfe für sie eine extreme Belastung sind. Selten kann sie sich so austauschen mit der Konkurrenz. Ein normales Herz schlägt etwa 100.000 Mal täglich. Und bei ihr sind es oder waren es bis zu 18.000 Schläge mehr. Und mehrere Herzoperationen konnten das nur unwesentlich eindämmen, sodass man sich dann entschloss, ihr einen T14. Und das ist Katharina Bauer, zu der es sehr, sehr viel zu sagen gibt, die und mir hoffentlich dann auch die Gelegenheit geben wird, dies noch zu tun. 30 Jahre alt, eine Frau, die mit einem künstlichen Fibrillator wird. Aber dann muss man die erstmal wieder biegen, muss dann die Energie aus dem Stab herauskitzeln. Jetzt schon wieder Katharina Bauer. Das wäre natürlich nicht schön, wenn der Wettkampf gleich so beginne für sie mit technischen Problemen. Ja, das schafft sie. Scheint immer ein bisschen abzurutschen am Stab. Das ist vielleicht eine Täuschung. Ein Stab, den sie ziemlich tief greift im Vergleich zur Konkurrenz. Wichtig ist natürlich, dass man den Stab, wenn er eine gewisse Länge hat, nicht in Richtung Latte bewegt. Er kann die Latte wegreißen, das will man nicht, sondern man muss ihn wegstoßen nach vorn. Gut getroffen, den Einstichkasten. Und dann muss diese Bewegung kommen, weg mit dem Stab. Nur nicht auf die Anlage schmeißen, denn diese Stäbe sind noch länger als die Höhe. In dem Fall 4,20 Meter. Also vier Stabhochspringerinnen hier immer noch im Wettbewerb. Und sie, Katharina Bauer, die 30 Jahre alte Leverkusenerin, jetzt mit ihrem ersten Versuch über 4,30 Meter. Ah. Sie hatte im letzten Jahr immer wieder betont, dass Olympia noch mal ein großes Ziel für sie wäre, Tokio. Aber seien wir ehrlich, 4,70 Meter, die geforderte Olympianorm, das erscheint nicht möglich. Wenn sie mal nicht trainiert, das tut sie häufig, dann gibt sie Vorträge über Erste, die 4,30 übersprungen hat. Das muss jetzt auch Katharina Bauer schaffen. Viel länger der Anlauf, viel länger, aber dann ist irgendwie die Luft hinten raus. Nee, nee, nee. Wird natürlich immer schwieriger, die Bewegungsabläufe zu kontrollieren, je länger man unterwegs ist. Und sie ist wirklich sehr lange unterwegs. Hier sehen wir nochmal, wie tief sie eigentlich greift am Stab. Im Hochgehen bereits gerissen. So, wer folgt Jacqueline Ochere in den weiteren Wettkampf? Über 4,40 wird es dann gehen. Noch einen Versuch hat Katharina Bauer und auch nach ihr noch Ella Buchner.
Der 130 Gramm schwere Lebensretter unter der Achsel ist immer dabei, hat sich gewöhnt. Diese Herzschläge, die unregelmäßigen, können lebensgefährlich sein. Jetzt hat sie das im Griff. Aber vielleicht die letzte Chance noch einmal in diesem Jahr, sich auch international zu bewähren. Dazu muss sie allerdings sich noch wesentlich steigern, nicht nur 4:30 überspringen. Das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, wenn sie im Rennen um die deutsche Meisterschaft bleiben. Nein, nein. Irgendwie verhungert sie dann über der Latte. Ein langer, entschlossen wirkender Anlauf, aber dann war es aus. 4,20 Meter für Katharina Bauer, die gleichwohl sagt, dass sie dankbar ist für jeden Versuch, jeden Sprung, jeden Wettkampf, den sie noch machen kann. Mit dieser besonderen Situation ist sie fertig geworden. So scheint es aber. Olympia, das war illusorisch in diesem Jahr. Und vielleicht wird es auch illusorisch bleiben, noch einmal da einen Anlauf zu machen für Paris 2024 in 3 Jahren. Gut, mit 33 ist man dann immer noch in der Lage mitzuhalten, aber da muss alles.